Auch dieses Jahr fand sich eine große Anzahl Besitzer historischer Fahrzeuge in Waidhofen an der Ybbs ein, um 3 Tage lang die bis zu 41 Sonderprüfungen der 11. Eisenstraße-Klassik zu absolvieren. Jeder Fehler, den man macht, jede Sekunde, die man Abweichung hat, sind Strafpunkte. Das heißt, bei uns ist das Ziel, mit einer maximalen Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h auf Hundertstelsekunden genau diese Zeiten zu erreichen. Auf insgesamt 480 Kilometern haben sich 65 Young, Old und auch Very Oldtimer nichts geschenkt und ihre altertümlichen Stahlrösser die Spuren gegeben. Vom Waidhofener Hauptplatz ausgehend führte die Ausfahrt mit einem maximalen Schnitt von 50 km/h durch die Landschaft der Eisenstraße. Ein Großteil der Destinationen befand sich dabei im südlichen Mostviertel, wo die Veranstalter neben den längeren sichtbaren und geheimen Etappen von bis zu 70 Kilometern immer wieder Zeit- und Passierkontrollen inkludierten. Diese waren innerhalb gewisser Zeiten zu absolvieren, wobei die Abweichung nach oben oder unten in die Punktwertung einfloss. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war sicherlich der Grand Prix von Waidhofen, wo sich nicht nur die Teilnehmer duellierten, sondern im Rahmen des Showprogrammes echte PS-Monster ihre Runden zogen. Neben vielen bekannten Größen der heimischen Rennsportszene war auch Rudi Stohl mit am Start und sorgte für das nötige Spektakel am Hauptplatz. Der dritte und letzte Tag der Eisenstraße Klassik führte die Teilnehmer über Seitenstetten nach Steyr, wo am Hauptplatz neben den vielen Oldtimern selbst auch die Schlauchprüfung dafür sorgte, dass die Zuseher trotz regnerischem Wetter auf ihre Kosten kamen. Zurück in Waidhofen und eingekehrt im Schloss an der Eisenstraße fand am Abend nach dem Sektempfang die Siegerehrung statt. Auch für den Sportstadtrat von Waidhofen war die Teilnahme an der Eisenstraße Klassik ein tolles Erlebnis. Das ist ein Zeichen, dass unser Stadt einfach schön ist, dass eine perfekte hintere Organisation da ist und es wird auch kräftig von der Stadtgemeinde Waidhofen unterstützt. Neben vielen Gewinnern in den verschiedenen Klassen unterteilt nach Baujahren und der freien Stressless-Wertung konnte das Brüderpaar Bungasek in einem Datsun 240Z aus dem Jahre 72 nicht nur den Sieg in der Gesamtwertung erringen. Den er verdient hat, das ist der von der Schnittwertung, den kriegt er, Gesamtwertung, den kriege ich und von den anderen haben wir überall 2 gekriegt. Wir fahren im Jahr schon einige Rennen, ja. Also es ist ziemlich aufgeteilt, ja. Aber überall kann man auch nicht teilnehmen, das geht sich dann zeitmäßig und beruflich nicht aus. Ja. Der Organisator der Eisenstraße Klassik weiß genau, welche Faktoren für den Erfolg einer beliebten Oldtimer-Rallye verantwortlich sind. Das Familiäre, glaube ich, weil es sind viele Teams dabei, die Freunde geworden sind. Es sind viele Leute dabei, die auch als Konkurrent miteinander reden können, sehr gut reden können. Und ich glaube, das macht es im Endeffekt aus. Wir haben alles relativ neu aufgebaut mit neuen Leuten, mit jungen, motivierten Leuten. Es hat bestens funktioniert. Ja, weiter so kann man sagen. Es war perfekt. Für die 12. Ausgabe der Eisenstraße Klassik im nächsten Jahr ist mit 30. Mai bis 1. Juni der Termin schon fixiert und sicherlich in so einigen Kalendern mit Rotstift markiert.